Stell dir vor, du hättest 200 frühere Leben. In einigen warst du vielleicht ein Mörder, ein Dieb, ein Missbraucher. In anderen warst du vielleicht das Opfer. Diese Erinnerungen zu tragen wäre überwältigend. Du könntest nicht richtig funktionieren. Deshalb erinnern wir uns nicht daran und wissen nicht, woher wir kommen oder was in unserem Lebensplan steht, um das Leben nicht zu vereinfachen. Ich möchte Garlett Schulhauser in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Garlett? Danke. Und dir, Alec? Mir geht es gut, mein Freund. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Ich schätze es sehr. Freue mich auf unser Gespräch. Meine erste Frage, Herr Schulhauser, wie war Ihr Leben vor Ihrem spirituellen Erwachen? Ich war ein Unternehmensanwalt. Typisch arrogant, herablassend, steif. Doch Religion lehnte ich ab. Obwohl römisch-katholisch erzogen, hatte ich sie verworfen. Auf der Suche nach einem neuen Paradigma, nach etwas, das mir Halt gab. So, ich stellte mir ständig die ewigen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Dann wurden all meine Fragen beantwortet, als ich meinem Geistführer Albert begegnete. Erzähl mir von Albert. Nun, als ich ihn traf, sprach er mich auf der Straße an. Ich ging eines Tages die Straße entlang und er sprang heraus. Und da war ein Obdachloser, der vor mir auftauchte. Er sah aus wie ein typischer Obdachloser. Strähniges Haar, struppiger Bart, schmutzige, durchgeschlafene Kleidung. Doch ich ging nicht um ihn herum, denn er hatte diese erstaunlichen, funkelnden blauen Augen, die wie zwei kleine blaue Sterne leuchteten. Und seine Augen strahlten reine, bedingungslose Liebe aus, die meinen Körper mit Frieden, Sicherheit und Wohlbefinden erfüllte. Es war ein erstaunliches Gefühl, als hätte ich mich noch nie zuvor so gut gefühlt, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Stand ich da, ohne zu wissen, wie lange. Dann fragte er, warum bist du hier? Und dann verschwand er in einem nahegelegenen Geschäft. Als ich endlich meine Fassung wieder erlangte, ging ich in das Geschäft, um ihn zu suchen. Aber er war nirgends zu sehen. Ich ging zurück auf die Straße, lief mehrere Blocks auf und ab, um ihn zu finden. Aber er war wie vom Erdboden verschluckt. In dieser Nacht beschloss ich, am nächsten Tag zur gleichen Straße zurückzukehren, um zu sehen, ob ich ihn finden könnte. Wollte wissen, wer er war und warum er mich aufgehalten hatte. Also ging ich zur gleichen Straße, zur gleichen Tageszeit in der Hoffnung, ihn zu finden. Nach etwa 15 Minuten Suche sah ich ihn endlich, ganz allein auf einer Bank sitzen. Also ging ich zu ihm und fragte, wer bist du und warum hast du mich neulich aufgehalten? Er antwortete, ich bin eine Seele wie du, hier, um dir auf deiner Reise zu helfen und Fragen zu beantworten. Mein skeptisches Anwaltsgehirn schaltete sich ein. Warum denkst du, dass du mir helfen kannst, wenn du dir selbst nicht helfen kannst? Du siehst aus, als hättest du seit Wochen auf der Straße geschlafen und riechst wie ein toter Fisch. Doch er lächelte und sagte, der Schein kann trügen. Du wirkst wie ein erfolgreicher Anwalt, aber wir wissen, dass das nur Fassade ist. Er sagte, wenn du umdrehen und zurück in dein Büro gehen willst, um all die Antworten zu finden, die du all die Jahre gesucht hast, in all den E-Mails von deinen Klienten, die auf deinem Computer auf dich warten. Nun, meine Intuition schrie mich an, dass ich mich hinsetzen und mit ihm reden musste. Ich meine, was hatte ich zu verlieren? Eine halbe Stunde meines Tages. Also setzte ich mich auf die Bank. Wir begannen einen Dialog. Er sagte, sein Name sei Albert und er sei einer meiner spirituellen Führer in Verkleidung. So habe ich Albert kennengelernt. Und nun, können Sie dem Publikum erklären, was ein Geistführer ist? Geistführer sind wie spirituelle Trainer, von denen jeder von uns zwei oder drei hat. Manche haben sogar mehr. Diese himmlischen Trainer haben sich vor unserer Inkarnation für diese Aufgabe entschieden. Sie sind da, um uns auf den richtigen Kurs zu bringen, den wir vor unserer Inkarnation für uns selbst geplant haben, als wir unsere Lebenspläne entwickelten. Also wissen Sie, was in unseren Lebensplänen steht? Wir wissen es nicht. Also versuchen Sie, uns subtile Botschaften zu senden, um uns auf den richtigen Weg zu lenken. Besonders wenn du an eine Weggabelung kommst und entscheiden musst, nehme ich den linken oder den rechten Weg? Sie werden alle mit Botschaften überfluten, um zu sagen, das ist der Weg, den du nehmen solltest. Du solltest den linken oder den rechten nehmen, was auch immer. Das Problem liegt darin, dass ihre Botschaften sehr subtil sind, wie Blitze der Intuition, Bauchgefühle, zufällige Ereignisse. Die meisten Menschen erkennen nicht, dass sie diese erhalten. Oder wenn doch, wissen sie nicht, woher sie stammen. Daher gestaltet sich das Leben auf der Erde schwierig. Doch diese Geistführer sind stets an unserer Seite und bemühen sich, uns auf unserem Lebensweg zu unterstützen. Sie sind wie unsere Lebensberater. Gibt es Techniken, um unsere Sensibilität zu verbessern, damit wir diese Botschaften leichter hören oder verstehen können?
als bisher? Ja, Meditation ist wichtig. Wenn du in Ruhe meditierst, versuche deinen Geist von den vielen Gedanken zu befreien, die durchwirbeln. Jeden Tag haben wir viele Gedanken, die unseren Geist beschäftigen. Beruhige deinen Geist, dann werden die Botschaften unserer Führer klarer durchkommen und wir werden sie besser verstehen und hoffentlich darauf reagieren können. Es gibt also keinen magischen Weg. Wäre schön, jedem eine Telefonnummer zu geben und zu sagen, ruf an, um deinen Geistführer online zu bekommen. Funktioniert nicht. Also, es ist wirklich ein Kampf, die Botschaften zu hören. Aber Meditation ist der beste Weg, dies zu tun. Nein, ich habe nicht mit Albert meditiert. Er kam in mein Leben, damit ich über das schreiben kann, was er mir in meinen Büchern erzählt hat. Deshalb habe ich direkten Kontakt, aber für die meisten Menschen ist das nicht so. Richtig. Also, denn normalerweise, soweit ich verstehe, arbeiten Geistführer im Hintergrund. Sie inkarnieren nie, sie erscheinen nie in physischer Form. Deshalb war deine Geschichte für mich so interessant. Ja, die meisten Menschen wissen nicht, dass sie Geistführer haben. Aber sie sind immer präsent, verlassen uns nie und senden uns ständig Botschaften. Sie wollen, dass wir die bestmögliche Reise haben. Und sie werden frustriert, wenn Menschen ihre Botschaften nicht hören oder nicht darauf reagieren. Siehst du, was passiert? Oft bekommst du eine Nachricht von deinem Führer. Es kann als ein Geistesblitz kommen, ein Gefühl, das sagt, ich sollte das tun. Dein menschlicher Verstand hat seine eigene Agenda. Es weiß nicht, was deine Seele geplant hat oder was die Geistführer von dir wollen. Es gibt ständig einen Konflikt. Es kommt zu einer Weggabelung. Deine Führer sagen vielleicht, nimm die linke Gabelung. Dein Verstand sagt, nein, nimm die rechte Gabelung. So hast du diesen ständigen Kampf und offensichtlich weiß dein Verstand nicht, was das Beste für dich ist. Es denkt nur, dass es tut. Nun muss ich dich fragen, als du diese Offenbarung hattest, als du Albert getroffen hast und sich dein Leben verändert hat, muss ich glauben, dass es einige Übergangsprobleme gab. Das heißt, dein altes Leben, deine alten Freunde, deine Familie, wie war das? Aus psychologischer Sicht alles hinter sich zu lassen, was du gekannt hast, um diesen neuen Weg zu gehen? Denn dir wurde offensichtlich etwas gezeigt. Wie war das für dich? Das war ein Kampf. Es war eine große Veränderung. Nachdem ich Albert getroffen hatte, erzählte ich niemandem, nicht einmal meiner Frau, dass ich meinen Geistführer getroffen hatte. Dann, als ich anfing und er mir sagte, ich solle ein Buch über das schreiben, was er mir erzählt hatte, war ich überrascht. Ich hatte nie davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Aber sanft überzeugend brachte er mich dazu, das Manuskript für mein erstes Buch zu schreiben. Als ich es fertig hatte, stand ich vor einer Entscheidung, sollte ich es in die Schublade werfen, damit es nie wieder gesehen wird, oder sollte ich es veröffentlichen? Denn ich wusste, dass einige meiner ehemaligen Anwaltskollegen, Mandanten und andere Kollegen denken würden, ich sei verrückt geworden. Und so bestand das Risiko, dass ich viele meiner alten Freunde verlieren könnte. Niemand möchte als verrückt oder senil oder was auch immer abgestempelt werden. Also musste ich damit kämpfen. Schließlich sagte ich mir, ich lasse es einfach darauf ankommen. Ich werde es veröffentlichen und akzeptieren, dass ich einige Leute verlieren werde. Und das habe ich getan. Viele meiner früheren Freunde reden nicht mehr mit mir. Sie sagen mir nicht ins Gesicht, dass sie denken, ich sei verrückt, aber ich weiß, dass sie das denken. Aber so ist es eben. Doch die gute Nachricht ist, dass ich viele neue, spirituell erleuchtete Menschen, Freunde gefunden habe. Insgesamt war es eine sehr positive Veränderung für mich. Aber ich habe damit gerungen, weil ich dachte, will ich wirklich, dass meine alten Anwaltskollegen denken, ich sei verrückt? Nicht wirklich. Aber man muss weitermachen. Die Veränderung war erstaunlich. Ich habe nie zurückgeblickt, es nie bereut. Und so mache ich weiter. Und so habe ich nach dem ersten Buch 4 weitere. Nun, oft hört man solche Geschichten von Menschen, die nichts haben oder deren Leben nicht gut läuft und sie finden Erleuchtung auf diese Weise und sie versuchen, diese Botschaft zu verbreiten, aber finanziell sind sie nicht in einer guten Lage. Es scheint, dass du in der physischen Welt in einer guten Position warst. Finanziell ging es dir wahrscheinlich sehr gut. Du hattest eine erfolgreiche Karriere. Von außen schien alles perfekt, besonders hier im Westen. Doch innerlich hast du nach mehr gestrebt, nach mehr gesucht. Deshalb finde ich deine Geschichte so faszinierend, weil du, um es mal so zu sagen, alles hattest. Du hast alle Kästchen abgehakt, im Grunde genommen. Im Leben erfolgreiche Karriere, verheiratet, Geld, all diese äußeren Dinge. Aber innerlich bist du gestorben. Und viele Leute, die zuhören, denken sich, oh, das klingt nicht richtig oder das ist alles erfunden.
Was deine Geschichte interessant macht, ist, dass du auf vieles verzichtet hast, wie wir gerade über viele dieser physischen Dinge, die du im Leben gesammelt hast. Karriere, Geld, Ruf, alles riskiert, um diese Botschaft in die Welt zu tragen. Das ist wirklich bewundernswert und inspirierend. Danke. Ja, es war ein Risiko. Und ich musste dafür einen Preis zahlen. Aber ich war erfolgreich. Also meine Karriere war aufgebaut und finanziell ging es mir gut. Ein Jahr, nachdem ich Albert kennengelernt hatte, habe ich einfach aufgehört, als Anwalt zu arbeiten, weil es für mich keinen Sinn mehr ergab. Es war irrelevant. Also habe ich einfach aufgehört und begann, meine Bücher zu schreiben. Doch jeder Schritt birgt Risiken. In diesem Fall war es ein großes Risiko, vom erfolgreichen Unternehmensanwalt zum neuen Autor zu wechseln, der versucht, Bücher zu schreiben und seinen Weg in der spirituellen Welt zu finden. Es war also ein bisschen ein Kampf, aber es hat sich absolut gelohnt. Ich bin einfach ein viel besserer Mensch. Früher war ich ein gestresster Anwalt vom Typ A. Jetzt habe ich bei weitem nicht mehr denselben Stress. Und ich verstehe, wer ich bin, wohin ich gehe und was ich mit dem Rest meines Lebens tun sollte. Das ist also in diesem Stadium meines Lebens sehr beruhigend. Was war eine der größten Erkenntnisse, die du von Albert hast? Nun, die größte Erkenntnis ist, wir sind alle ewige Seelen. Viele wissen das bereits. Aber wir sind nicht hier, weil uns jemand platziert hat. Weder Gott noch das Universum bestimmten, dass Garnet dieses Leben auf der Erde hat. Wir haben es gewählt. Ich habe mein Leben gewählt. Du hast dein Leben gewählt. Wir erinnern uns nicht daran, aber wir haben es getan. Durch unseren Lebensplan wählen wir den Ort, an dem wir geboren werden, unsere Namen, die Identität unserer Eltern, Geschwister und anderer Verwandter. So sind wir hierher gekommen, um zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und fragst, wer bin ich und warum bin ich hier? Die Antwort ist, du bist eine ewige Seele und du bist hier, aus eigener Wahl. Niemand zwang dich, hierher zu kommen. Wenn dir nicht gefällt, was in deinem Leben passiert, oder du fragst dich, wer hat mich hierher gebracht? Du hast dich selbst hierher gebracht. Das ist eine große Erkenntnis. In vielen Religionen wird Gott als die Person angesehen, die Dinge manipuliert, geschehen oder nicht geschehen lässt. Menschen beten zu Gott, um Prüfungen zu bestehen oder Krankheiten zu überwinden. Aber Gott oder die Quelle manipulieren nichts, ändern nichts und machen keine Regeln. So wurde ich römisch-katholisch erzogen. Es gab viele Regeln zu befolgen, sonst drohte die Hölle. Doch Gott macht keine Regeln und es gibt kein Urteil oder Bestrafung im Jenseits. Egal, was du tust, jeder kehrt zur geistigen Seite zurück. Es gibt also keine Hölle, keine Bestrafung, kein Urteil. Das ist also ein großer Unterschied zu dem, womit ich aufgewachsen bin. Und viele Religionen sind so. Die christliche Religion und die muslimische und jüdische Religion dasselbe. Du musst ein guter Mensch sein, sonst wirst du im Jenseits bestraft. Nun, das passiert nicht. Das ändert alles. Mein Geistführer sagt mir immer, dass es egal ist, wie oft du vom Kurs abkommst oder wie viele Fehler du machst. Du wirst immer zur Geisterseite zurückkehren. Dann kannst du dich neu orientieren und entscheiden, ob du wieder auf der Erde inkarnieren möchtest oder woanders hingehen willst. Oder ob du einfach auf der Geisterseite bleiben und die glückselige Freude genießen möchtest. Der Geisterseite, die Religionen Himmel nennen würden, aber ich nenne sie lieber Geisterseite. Nun, warum kommen so viele Religionen auf der Welt auf die Idee, dass wir nur ein Leben haben und nur dieses eine Leben und wir müssen dieses gute Leben leben und am Ende dieses Lebens ist es vorbei und das ist alles und es gibt keine Rede von Reinkarnation oder ich meine einige offensichtlich, einige sehr berühmte offensichtlich, Hinduismus und Buddhismus, solche Dinge sprechen darüber, aber viele Religionen sprechen nicht darüber. Warum ist das deiner Meinung nach? Nun, es ist ihre Art, uns unter Druck zu setzen. Wenn sie sagen, du kannst so oft wiedergeboren werden, wie du willst, könntest du denken, na gut, wenn ich in diesem Leben keine Lust habe, den Regeln zu folgen, ist es egal, weil ich zurückkomme. Sie wollen diese zweite Chance eliminieren und betonen, dass du gut sein musst, da sonst die Hölle droht. So üben sie Druck aus, da du nur eine Chance hast. In Wirklichkeit ist das natürlich falsch. Du kannst wiedergeboren werden. Sie wollen nicht, dass du das weißt. Deshalb lehnen sie die Idee ab. Von der Wiedergeburt. Obwohl einige der ältesten Religionen älter als das Christentum und das Judentum. Auch Muslime. Sie sprechen über Reinkarnation. Der Hinduismus ist viel älter, und der Buddhismus ist viel älter. Nun, anscheinend gab es in der frühen christlichen Religion zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bewegung innerhalb ihrer Reihen,
die die Wiedergeburt unterstützte, bevor sie ihre Politik dagegen entwickelten. Auf dem Konzil entschieden sie dann, die Wiedergeburt nicht zu unterstützen. Eine sehr bewusste Entscheidung, diese Lehre abzulehnen. Es ist, wie man so sagt. Nun, was will Gott, dass wir erreichen? Was will Gott, dass wir erreichen? Nichts. Gott hat keine Ideale oder Ziele für uns. Wir sind hier, um das zu erreichen, was wir wollen. Die Quelle kümmert sich nicht um unser Tun, sondern beobachtet passiv. Also haben wir uns selbst in diese Leben gesetzt. Wir wollen Dinge erreichen, die unsere Seele will. Aber Gott, es ist ihm egal, was wir tun. Und es ist ihm egal, ob wir gut oder schlecht oder anders sind. Es gibt kein absolutes richtig oder falsch in Bezug auf die Quelle. Also wir haben Rechte oder Unrechte, die wir uns selbst durch unsere Seelen setzen. Aber die Quelle mischt sich da nicht ein, hat keine Ziele für uns, hat keine Regeln und es gibt kein Urteil nach unserem Tod. Die Quelle ist also eine Art passiver Beobachter im Gegensatz zu dem, was die meisten Religionen glauben, nämlich, dass die Quelle will, dass wir gut sind und Dinge tun, für die sie uns auf diese Erde gesetzt hat. Aber die Quelle hat uns nicht hierher gesetzt. We brought ourselves here. Es ist wie das Betrachten des Lebens wie eines Films oder Theaterstücks. In einem Film oder Theaterstück wird einem guten oder schlechten Handeln keine große Bedeutung beigemessen, da es sich um ein Stück handelt. Wir betrachten unser Leben nicht als ein Spiel, sondern als etwas äußerst Ernstes und Wichtiges und dergleichen. Daher haben wir nicht die gleiche Perspektive wie, sagen wir, der Schöpfer. Nein, die Seelen und die geistige Seite, die beobachten, haben die richtige Perspektive. Sie sehen das Leben auf der Erde wie ein Theaterstück. Du hast recht. Wenn du in einem Broadway-Stück mitspielst und das Drehbuch verlangt, dass du einen anderen Schauspieler erstichst, wirst du nach dem Vorhang nicht wegen Mordes verhaftet, da es nur Schauspielerei ist. Die Seelen sagen, du könntest auf der Erde übel sein, aber hier hast du die Chance, dich neu zu formen und es beim nächsten Mal besser zu machen. So sehen sie es. Das Leben auf der Erde ist für sie wie ein Theaterstück. Für uns ist es sehr real. Es ist nicht wie ein Theaterstück, nur unsere Perspektive. Woher kamen wir, bevor wir in die physische Form inkarnieren? Woher kommen unsere Seelen? Ja, für unseren Geist. Unsere Seelen, woher kommen sie? Nun, sie waren auf der geistigen Seite. Sie wurden erschaffen. Sie sind aus der Quelle hervorgegangen. Zu verschiedenen Zeiten. Es werden ständig neue Seelen erschaffen. Wenn man aus der Quelle hervorgeht, ist die Idee, das Universum zu erkunden. Um in physischen Lebensformen zu inkarnieren und zu erfahren. Die Erde ist nur einer der Orte, an denen man inkarnieren kann. Es gibt Milliarden von Planeten mit Lebensformen. Du kannst dich dort inkarnieren. Viele von uns könnten von anderen Planeten stammen, bevor sie zur Erde kamen. Die Erde ist eine harte Schule. Doch unser wahres Zuhause ist die geistige Seite, wo wir eine hohe Schwingungsrate haben. Wir sind Energiewesen und das ist unser wahres Zuhause. Aber du kannst wirklich nicht verstehen, wie das Leben als Mensch auf der Erde ist, bis du inkarnierst. Auf der spirituellen Seite hast du sozusagen Buchwissen. Inkarniert erlebst du praktisches Lernen, um wirklich zu erfahren, wie das Leben als Mensch ist, Teil unserer Evolution. Nein. Warum die geistige Seite oder den Himmel verlassen, um auf die Erde zu kommen? Warum die Glückseligkeit aufgeben, um Schmerz und Leid zu erfahren? Weil es Teil unseres Wachstums und unserer Evolution ist. Also, wir wollen unsere Seelen weiterentwickeln. Um das zu tun, muss man oft in eine physische Form inkarnieren. Also inkarnierst du in eine menschliche Form. Kein leichtes Leben. Die Erde ist eine der härtesten Schulen, aber wir tun das in vollem Bewusstsein dessen, worauf wir uns einlassen. Und es ist wie ein Wissen. Es ist ähnlich wie beim Besteigen des Mount Everest. Niemand zwingt sie dazu, aber es ist eine persönliche Herausforderung, die sie meistern wollen. Genauso ist es mit den Seelen und der geistigen Seite. Ich weiß, es ist ein hartes Leben, aber ich bin bereit. Ich werde die Herausforderung annehmen. Ich werde inkarnieren. So denken sie. Niemand zwingt sie dazu. Aber sie wissen, dass es auf der Geisterseite keine lineare Zeit gibt. Keine Vergangenheit oder Zukunft, nur die Gegenwart. Ein Leben von 80 Jahren auf der Erde ist dort drüben wie ein Wimpernschlag. Also sagen sie einfach, okay, ich mache diesen kurzen Sprung in einen menschlichen Körper. Ich bin zurück, bevor du es merkst. Und du machst weiter. Also, es ist kein sehr beunruhigender Aspekt für die Seele auf der Geisterseite, in einen menschlichen Körper zu springen. Ich meine, wenn wir hier sitzen und du sagst, warum sind wir hier? Und du kannst dich fragen, warum würde jemand wählen, ein blinder Bettler in Kalkutta zu sein? Es scheint schrecklich. Wenn du wählen kannst,
wohin du gehen willst. Warum wehrst du nicht, Charles? Albert sagt, du wirst es als Mensch nicht verstehen, aber du hattest gute Gründe, das Leben zu wählen, das du vor deiner Inkarnation gewählt hast. Nach dem Tod deines physischen Körpers und der Rückkehr zur spirituellen Seite wird sich alles zusammenfügen. Du wirst erkennen, was in deinen Lebensplan aufgenommen war und was du erreichen wolltest. Du wirst fragen, wie viele Kästchen du abgehakt hast. Und wenn ich es nicht getan habe, gibt es einige, die nicht abgehakt sind. Ich kann wieder einsteigen. Ich kann so oft wiedergeboren werden, wie ich will. Und wenn ich es leid bin, wiedergeboren zu werden, kann ich einfach auf der Geisterseite bleiben. Es wird also nicht als große Herausforderung angesehen, als Mensch auf der Erde zu inkarnieren. Es ist nur eine Art kurzes Abenteuer für die Menschen auf der Geisterseite. Deshalb tun sie es. Nun, ich habe von einem Konzept gehört, das Seelengruppen genannt wird. Wir reisen mit ähnlichen Seelen in Gruppen, fast wie unsere Familien, Freunde, enge Menschen. Es gibt eine Handvoll von ihnen, die ständig. In einem Leben wäre ich der Vater, im nächsten die Tochter oder der Sohn oder der Freund oder derjenige, der. All solche Sachen. Was weißt du? Was hat Albert gesagt? Nein, du hast es genau richtig, Alex. Wir reisen in Seelengruppen. Wir tauschen die Rollen. Wie du sagst, einmal bist du der Vater, das nächste Mal die Tochter und wir wechseln ständig die Position, damit wir jeden Aspekt eines menschlichen Lebens erfahren, so gut wie möglich. Also, du inkarnierst als beide Geschlechter in verschiedenen Rollen. Eine Seelengruppe ist wie eine reisende Theatertruppe, die durch das Land zieht. Es ist, als würde man sagen, du übernimmst diesmal diese Rolle und ich übernehme jene. Im nächsten Leben tauschen wir. Es ist also eine praktische Art von Familiengruppe, in der immer jemand bereitsteht, um deine Rolle zu übernehmen. Wenn du also inkarnieren möchtest, fragst du einfach, wer möchte meine Eltern sein? Wer meine Geschwister? In deiner Seelengruppe findest du immer Freiwillige, die wissen, dass du in ihrem Leben sein wirst. Und so ist es eine sehr praktische Anordnung. Es ist wie ein Casting, als ob man Theaterrollen besetzt. Genau, genau so ist es. Es ist, als würdest du einfach verschiedene Rollen ausfüllen. Und du entscheidest einmal, dass du der Held sein wirst. Das nächste Mal der Antagonist. Ich meine, der Bösewicht. Diese Rollen tauschen. Ja. In unserer Seelengruppe unterstützen wir uns gegenseitig, um voranzukommen, zu lernen, Lektionen zu meistern und Herausforderungen zu bewältigen. Es ist eine gemeinsame Anstrengung. Es ist so schwierig für die Menschen, das Konzept zu verstehen, durch Schmerz gehen zu wollen. Also in dem Konzept, das wir gerade in Bezug auf Seelengruppen besprochen haben, sagen wir, in diesem Leben werde ich als Vater inkarnieren und ich werde ein Mistkerl sein. Ich werde ein Säufer sein. Ich werde dich schlagen. Es wird viel Trauma geben durch mein Verhalten. Im nächsten Leben könnte ich die Mutter oder wieder der Vater sein, aber dieses Mal werde ich die liebste, netteste und unterstützendste Person überhaupt sein. Dann, da ich vielleicht die andere Seite des Bastardseins noch nicht erlebt habe, vielleicht werde ich dann im nächsten Leben die Tochter oder der Sohn, der dann unterdrückt und traumatisiert wird, nicht gefoltert, aber traumatisiert von diesem Elternteil, um es wieder zu fühlen. Aber es ist so schwierig für uns hier, das zu verstehen, weil es nur unsere Perspektive ist, richtig? Ja, genau. Aber du hast es perfekt getroffen. Es ist so, manchmal wirst du in einem Leben der missbrauchende Vater sein. Du kommst im nächsten Leben zurück und sagst, okay, das war schlecht, aber ich möchte erfahren, wie es ist, missbraucht zu werden. Und so kommst du als Kind zurück. Das geschieht also häufig. Dolores Cannon, vielleicht hast du von ihr gehört, hat das QHHT-Programm ins Leben gerufen. Bei einer ihrer Klientinnen, die von Geburt an blind war, führte sie eine Hypnosesitzung durch und entdeckte, dass die Ursache für ihre Blindheit in einem früheren Leben lag, in dem sie ein grausamer Tyrann war, der Freude daran fand, Gefangenen die Augen auszustechen. Daraufhin entschied sich die Klientin, im nächsten Leben die Erfahrung der Blindheit zu machen. Solche Begebenheiten kommen häufig vor, doch niemand zwingt dich dazu. Wenn du das Gefühl hast, ein grausamer Tyrann gewesen zu sein und nicht erneut diese Seite in einem neuen Leben erleben möchtest, kannst du dein Karma auf andere Weise ausgleichen, indem du etwas sehr Positives für andere tust. Es muss also nicht Auge um Auge sein. Es gibt verschiedene Wege, sein Karma auszugleichen. Richtig. Kannst du ein bisschen über Karma sprechen? Denn Karma ist etwas, das, es ist so im Zeitgeist. Und sogar meine Kinder sagen jetzt sofortiges Karma, wenn sie etwas sagen und dann passiert ihnen sofort etwas oder so. Kannst du ein bisschen über Karma sprechen? Denn es ist eine viel mehr akzeptierte Idee in der heutigen Welt als noch vor 20 Jahren. Nun, Karma ist im Grunde das alte Sprichwort,
Was du säst, wirst du ernten. Aber Karma ist eine Art, die guten Dinge gegen die schlechten Dinge abzuwägen, die man im Leben tut. Einige Religionen glauben, dass schlechtes Karma gefangen hält und keine Wahl lässt, immer wieder zurückzukehren. In einigen östlichen Religionen wird behauptet, dass schlechte Menschen im nächsten Leben als Schlange zurückkommen. Das stimmt nicht, denn die Wahl besteht immer. Egal wie viel schlechtes Karma du angesammelt hast, du hast die Wahl, wenn du auf der Geisterseite bist, das auszugleichen, zurückzukommen oder nicht. Es ist immer eine freie Wahl, aber es ist eine Art moralisches Gebot. Wenn du ein Leben beendest, in dem du ein richtig übler Typ warst und eine Menge schlechtes Karma geschaffen hast, wirst du dir moralisch sagen, nun, ich muss zurückgehen und versuchen, das wieder gut zu machen, etwas wirklich Gutes zu tun, um mein Karma auszugleichen. Aber du bist nicht dazu gezwungen. Es ist wirklich nur ein moralisches Gebot, aber die meisten Seelen werden das tun. Es ist also wirklich eine Art von, du könntest einfach verfolgen, was du getan hast, die schlechten im Vergleich zu den guten Dingen. Hoffentlich möchten die meisten nach Abschluss der Lebensschule sicherstellen, dass ihr Karma ausgeglichen oder positiv ist, nicht negativ. Warum können wir uns nicht an unsere vergangenen Leben oder an die spirituelle Seite in unseren Inkarnationen erinnern? Weil es zu belastend wäre, unser Leben zu leben, wenn wir uns an all unsere vergangenen Leben erinnern würden. Stell dir vor, du hättest 200 vergangene Leben. In einigen warst du vielleicht ein Mörder, ein Dieb, ein Missbraucher. In anderen warst du vielleicht das Opfer. Wenn du diese Erinnerungen in deinem jetzigen Leben tragen müsstest, wäre das überwältigend. Du könntest nicht richtig funktionieren. Deshalb erinnern wir uns nicht daran, woher wir kommen oder was in unserem Lebensplan steht, weil das Leben zu einfach machen würde. Wie Albert sagt, wenn du dich an deinen Lebensplan erinnern würdest, wäre es, als würde die Lehrerin ihren Schülern die Fragen und Antworten zu einer Abschlussprüfung vor der Prüfung geben. Wozu dann noch lernen oder sie schreiben? Es ist absichtlich so gestaltet, dass es eine sehr harte Schule ist. Du hast dich entschieden, hierher zu kommen. Du erinnerst dich nicht, warum, genauso wie ich. Aber es ist eine sehr harte Schule und wir kämpfen uns durch diese harte Schule. Und deshalb erinnern wir uns nicht an unsere vergangenen Leben oder woher wir kommen. Ich habe das schon einmal in der Sendung gesagt in Bezug auf die Konzepte von Gut und Böse, das Gute oder Schlechte. Das Konzept ist erdgebunden, wo Dinge gut oder schlecht sind, weil alles eine Frage der Perspektive ist. Ich nehme immer das Beispiel eines Autounfalls. Es könnte das Schlimmste sein, was dir passiert, aber für den Mechaniker ist es ein großartiger Tag. Der Unfall selbst ist weder gut noch schlecht, er ist neutral. Es geht nur um die Perspektive. Wenn ein Baum auf dich fällt und dich tötet, denkst du, das war schrecklich. Der Baum hat mich getötet. Aber aus der Sicht des Baumes ist es einfach umgefallen. Die Sache ist, hat Albert ein wenig darüber gesprochen, über Gut und Böse, Gut und Schlecht und was das in dieser Inkarnation bedeutet? Ja, das hat er gesagt. Es gibt kein absolutes Gut oder Böse. Es existiert kein Standard, dem man von der Quelle oder Gott entsprechend folgen muss. Es ist einfach eine Frage von, es ist, wie es ist. Es ist gut, wenn es im Einklang mit deiner Seele ist und schlecht, wenn nicht. Abgesehen davon existiert kein Gut oder Böse. Es geht nur darum, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und es spielt wirklich keine Rolle. Denn wenn du in diesem Leben nur Böses tust, macht das keinen Unterschied. Wenn du zur Geisterwelt zurückkehrst, wirst du dein Leben betrachten und sagen, wenn du zurückgehst, hat jeder eine Lebensrückschau. Sie überprüfen ihr Leben im Detail und schauen, okay, das sind die guten Dinge, die ich getan habe. Das sind die schlechten Dinge, die ich getan habe. Und es ist ein Lernwerkzeug, um zu sagen, okay, wie kann ich in meinem nächsten Leben die schlechten Dinge vermeiden, die ich getan habe, damit du, wenn du dein nächstes Leben planst, versuchen kannst, es besser zu machen. Es gibt kein absolutes richtig oder falsch oder gut oder böse. Es geht einzig und allein darum, was unsere Seele tun möchte. Selbst wenn sie völlig vom Kurs abkommt, wird niemand bei der Rückkehr zu den Geistern behaupten, dass du wirklich böse bist. Es herrscht bedingungslose Liebe, um zu begreifen, dass manche Menschen vom Kurs abkommen. Selbst Serienmörder kehren zur Geisterseite zurück, genauso wie es Mutter Teresa tat. Einige mögen das für falsch halten, doch böse Taten sollten im Jenseits bestraft werden, so lautet die Überzeugung. Das ist nur eine menschliche Perspektive, passiert nicht. Richtig. Und wieder kommen wir zum Schauspiel zurück. Wenn du Darth Vader oder Hannibal Lecter in einem Film bist, ist das die Rolle, die du spielst.
aber am Ende des Tages ziehen die Schauspieler die Kostüme aus und gehen nach Hause. Die Seelen der Schauspieler gehen nach Hause in die Geisterwelt, die nicht aus unserer Perspektive betrachtet wird. Was du sagst, ist in vielerlei Hinsicht wahr, selbst wenn du entscheidest, anderen Schmerz zuzufügen. Ich werde meine Familie missbrauchen, meinen Ehepartner missbrauchen, Geld von Leuten stehlen, solange das der geplante Weg war, dann bin ich auf dem richtigen Pfad. Wenn ich jedoch zur spirituellen Seite zurückkehre, wirst du eine Lebensrückschau machen und den Schmerz fühlen, den andere durch deine Handlungen erlitten haben. In der Lebensrückschau fühlst du alles, das Gute und das Schlechte, was du getan hast. Trotzdem verursachst du entweder Schmerz oder Liebe. Ist es fair zu sagen, dass es einen Unterschied macht, ob du hilfst oder schadest? Ja, nein, absolut. Um deinen Kommentar zur Lebensrückschau zu ergänzen, ein einzigartiger Aspekt ist, dass du die Gedanken und Gefühle der Menschen, mit denen du interagiert hast, hören und fühlen kannst. Wenn du also etwas Grausames zu einem Kollegen gesagt hast, kannst du deren Schmerz und Angst fühlen und dich fragen, warum du grausam zu ihnen bist. Andererseits, wenn du einem älteren Menschen über den Zebrastreifen geholfen hast, wirst du ihre Liebe und Dankbarkeit für deine Hilfe spüren können. So erlebst du sowohl das Gute als auch das Schlechte. Und es ist wirklich ein Lernwerkzeug, weil wir oft durchs Leben gehen und andere Menschen unabsichtlich verletzen, ohne zu merken, dass wir es getan haben. Und dann, wenn du deine Lebensrückschau machst, kannst du sagen, okay, nächstes Mal muss ich vorsichtiger mit meinen Worten und Taten sein, weil ich Menschen verletzen könnte, ohne es zu wollen. Manchmal beabsichtigst du es jedoch. Eines der Dinge ist, zum Beispiel, wenn du jemand sein möchtest, der aus irgendeinem Grund das Leiden zu Tode geprügelt zu werden erfahren will, findest du jemanden in deiner Seelengruppe, der die Rolle deines Peinigers übernimmt. Diese Person wird sagen, okay, du willst das erleben, ich werde inkarnieren und derjenige sein, der dich zu Tode prügelt. Okay, solche Dinge passieren ständig. Einige der schlechten Ereignisse auf unserem Planeten sind nicht geplant, andere schon. Manche entstehen einfach, weil eine Seele ihre negativen Emotionen nicht kontrollieren kann. Das kommt auch vor. Das ist also die andere Art, wie das Böse verursacht wurde. Aber nochmal, es ist irgendwie wie zurück zur geistigen Seite. Es ist wie, okay, ich habe die Kontrolle über meine Emotionen verloren. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan, aber ich werde zurückgehen und versuchen, es das nächste Mal besser zu machen. Es ist wie Geschichten von einem Diktator, der all diese erstaunlichen Fähigkeiten, Menschen zu sprechen und zu versammeln und Menschen zu motivieren auf eine gute Weise. Das sind alles sehr positive Eigenschaften. Aber wenn man den falschen Weg einschlägt, wird man ein Diktator und verletzt Menschen. Und es geht nur um Ego und all das. Also kann man nicht gehen. Aber diese Fähigkeiten wurden dieser Seele in dieser Inkarnation gegeben. Man könnte also in der Geschichte schauen, Genghis Khan, er hatte Fähigkeiten. Er konnte Dinge tun, die andere Menschen nicht konnten, aber er entschied sich offensichtlich für einen anderen Weg. Und man könnte durch die Geschichte Roms und Ägyptens schauen. Sie hatten Gaben, die man mit jemandem in Verbindung bringen würde, der versucht, Menschen zu helfen. Jesus hatte ähnliche Gaben wie viele Diktatoren. Was die Fähigkeit betrifft, zu sprechen, Menschenmengen zu motivieren, die Perspektive der Menschen zu ändern, das könnte in beide Richtungen gehen. Also Jesus als der positive Weg oder Buddha oder sogar jemand wie Yogananda oder Gurus der jüngeren Jahre oder dann spricht man von Leuten wie Genghis Khan, Alexander der Große, Julius Caesar, solche Leute, aber sie hatten beide ähnliche Gaben. Ist das fair zu sagen? Ja, das ist eine faire Aussage. Diktatoren und böse Menschen sind einfach vom Weg abgekommen und haben ihre negativen Emotionen wie Angst, Wut und Hass die Kontrolle übernehmen lassen. Menschen wie Jesus und Buddha haben das nicht getan. Es ist schwer zu sagen. Interessant. In einer meiner Geisterbegegnungen mit Albert sprach ich mit einer Seele, die Hitler war. Hitler sagte, er habe geplant, Politiker zu werden. Er plante, die Gaben der Redekunst zu besitzen und Politiker zu werden. Doch er hatte nicht vor, zum Monster zu werden. Bei seiner Ankunft überwältigten ihn negative Emotionen
und er wurde ein schrecklicher Diktator, der viele tötete. Das war nicht geplant. Er wollte Politiker werden, aber nicht so. Solche Dinge können passieren. Ich kenne nicht viel über Genghis Khan und andere, aber ich denke, Ähnliches könnte passiert sein. Zum Glück hatten wir Menschen wie Jesus, Buddha und andere großartige Persönlichkeiten, die diesen Versuchungen widerstanden und positiven Einfluss hatten. Ist es nicht interessant? Ich habe das neulich gehört und fange an, die Geschichte zu betrachten. Es ist sehr wahr. Bei großen negativen oder bösen Ereignissen auf der Weltbühne taucht ein ausgleichender Punkt auf. Wenn es ein großes Übel wie die Nazis oder Hitler gibt, erscheinen die Alliierten. Sie waren nicht da, bevor Hitler auftauchte. Und es gibt immer einen Ausgleich. Also wenn großes Übel existiert, gibt es auch großes Gutes. Und wenn großes Gutes existiert, gibt es auch großes Übel. Wenn das Übel verschwindet, verschwindet auch das Gute. Es ist eine ausgleichende Kraft. Wenn man die Geschichte betrachtet, passiert das, da sonst etwas zu 100% überhand nehmen würde. Deshalb sprechen du und ich jetzt nicht Deutsch. Ja, genau. Aber manchmal funktioniert das nicht immer. Im Allgemeinen schon. Es gab einige Zivilisationen in unserer Geschichte, menschliche wie Atlantis und Lemuria, wo das Gute nicht das Böse besiegte, das sie zum Absturz brachte. Und so verschwanden sie. Und jetzt sind wir in einer ähnlichen Position. Wir haben großartige Technologie. Wir haben Massenvernichtungswaffen. Wir könnten alles Leben auf unserem Planeten zerstören, wenn wir sie entfesseln. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein und dem Licht folgen. Es ist nun ein Balanceakt. Wird das Gute über das Böse siegen oder umgekehrt? Wir wissen es nicht. Wir müssen sicherstellen, dass das Gute triumphiert. Und ich denke, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändert. Selbst in meiner Lebenszeit gab es so viel. Akzeptanz von Ideen und Konzepten. Du und ich sprechen über Meditation. Das war verrückt. Wenn man daran dachte, war man ein Hippie, ein verrückter Mensch. Und jetzt machen CEOs Meditation, Yoga und Karma. Und diese Art von spirituellen Ideen, es scheint mehr Akzeptanz zu geben. Und die Leute suchen mehr nach diesen Informationen, um Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, wo in den frühen 1900er Jahren, sogar in den 50ern. Du warst am Rande der Gesellschaft mit diesen Ideen. Jetzt ist es viel mehr akzeptiert. Ich denke, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, wo wir vorher nicht waren. Bist du einverstanden? Absolut. Ja, in den letzten 30, 40 Jahren wurde viel Fortschritt gemacht, wie auch immer. Albert hatte mir gesagt, dass, wenn ich meine Bücher vor 30 Jahren geschrieben hätte, erstens hätte ich sie gar nicht geschrieben, zweitens hätte sie niemand gelesen, weil die Leute damals noch nicht bereit dafür waren. Jetzt gibt es viele Menschen, die spirituell erleuchteter sind. Sie sind mehr auf die spirituelle Welt eingestimmt, darauf Gutes zu tun, ihre Schwingungen durch Meditation und andere Dinge zu erhöhen. Und es wird viel, viel besser. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen weiter voranschreiten. Und einer der Gründe für die zunehmende Erleuchtung ist, dass die Geister auf der anderen Seite fortgeschrittenere Seelen senden, um zu inkarnieren und der Menschheit zu helfen, erleuchteter zu werden. Sie senden viele Botschaften durch Boten, wie Leute, die Radiosendungen haben, wie du, Leute, die Bücher schreiben. Sie verbreiten die Botschaft und immer mehr Menschen achten darauf. Sie denken nicht, dass es eine Randgruppe verrückter Leute ist. Also es wird immer mehr Mainstream. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die im Dunkeln tappen und nicht wissen, was sie tun sollten oder wie sie versuchen sollten, unseren Planeten zu verbessern. Das ist bedauerlich. Aber je mehr Menschen aufgeklärt sind wie Sie und Ihre Zuhörer, desto besser wird es uns gehen. Wir müssen nur den Druck halten. Es ist faszinierend, dass es diese lange Zeit gab, das dunkle Zeitalter genannt, in der es praktisch keine Bewegung gab. Es gab ein Zeitalter der Unwissenheit, wenn man so will. Und in den letzten 120 Jahren, die Menge an Fortschritten, die unsere Gesellschaft gemacht hat, ist beispiellos in der Geschichte der schriftlichen Überlieferung, die uns zugänglich ist. Das gilt auch für Spiritualität. Ich meine diese Ideen. Ich erinnere mich, als Yogananda zu lesen und als er in den 20ern als indischer Guru auftauchte, sprach er über Meditation und Yoga. Kannst du dir vorstellen, es sprengt den Verstand. Aber er war derjenige, der viele dieser Ideen herüberbrachte und begann, den Westen auf diese Weise zu formen.
diese Ideen gibt es im Osten schon ewig. Aber es ist einfach faszinierend. Man beginnt darüber nachzudenken. Selbst in meinem Leben erinnere ich mich, ich bin alt, aber nicht so alt. Älter als ich relativ bin. In meinem Leben erinnere ich mich, als es keine Fernbedienungen gab. Ich war die Fernbedienung für meinen Großvater. Er sagte immer, steh auf, schalt um. Und ich hatte 4 Kanäle, 3 normale und 2 UHF-Kanäle. Ich erinnere mich an all diese Dinge, die so lange dauerten wie das Wählscheibentelefon und so vieles sogar. Für alle jungen Leute, die zuhören, ich erinnere mich an eine Zeit ohne Internet, ohne Handys, ohne all das passierte so schnell. Und es geht immer schneller. Ich meine, die Leistung, die dieses kleine Ding hier hat, ist stärker als die Computer, die uns zum Mond geschickt haben. Also, es ist faszinierend. Also zu deiner Idee, dass Seelen inkarnieren, fortgeschrittenere Seelen kommen zu uns zurück, um hier zu inkarnieren. Jetzt kann man es sehen. Ideen und Dinge fließen auf eine Weise, die es so noch nicht gab. Und es scheint schneller zu gehen als je zuvor. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Absolut. Das ist eines der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Unsere Technologie entwickelt sich viel schneller als unsere spirituelle und emotionale Intelligenz. Wir hinken in diesen Bereichen hinterher. Die Gefahr besteht darin, dass die Technologie so fortschrittlich wird, dass jemand mit einem Knopfdruck alles beenden kann. Daher müssen wir unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht. Und wir müssen versuchen, alle in Bezug auf spirituelle und emotionale Intelligenz mitzunehmen und die Menschen auf das gleiche Niveau wie unsere Technologie zu bringen. Es gibt andere menschliche Zivilisationen in unserer Galaxie, die das geschafft haben. Sie haben es geschafft, diese Hürde zu überwinden und haben wunderschöne Gesellschaften, in denen negative Emotionen praktisch nicht existieren und jeder sich irgendwie liebt. Wenn sie es schaffen können, können wir es auch. Wir müssen nur sehr hart daran arbeiten. Also, wenn es solche Orte im Universum gibt, was ist der Zweck dieser Orte? In solchen Gesellschaften, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, was gibt es dort zu lernen im Vergleich zu unserer harten Schule hier auf der Erde? Was könnte man von einer Gesellschaft lernen, in der es sehr wenige negative Emotionen gibt und alles viel mehr Friede, Freude, Eierkuchen zu sein scheint? Nun, man lernt nicht so viel wie auf der Erde, das ist sicher. Aber es gibt immer etwas zu lernen. Manchmal sind die Seelen, die dort inkarnieren, wie, ich hatte ein paar wirklich harte Leben auf der Erde. Ich werde eine kleine Pause einlegen, auf einem dieser Planeten gehen und dann komme ich zurück. Also, es gibt verschiedene Gründe, warum man immer etwas lernen kann. Manche Seelen sind einfach zu schüchtern, um in die Erdenschule zu springen, weil es wirklich eine harte Schule ist. Albert sagt mir immer, sag jedem, den du triffst, dass er sich selbst auf die Schulter klopfen soll, weil er so mutig war, hierher zu kommen. Manche Seelen sind jedoch nicht bereit oder hatten zu viele schlechte Leben. Sie sagen, ich mache eine Pause. Also wirst du dort nicht so viel lernen, aber du lernst trotzdem einige Dinge. Dann kannst du entscheiden, okay, jetzt bin ich bereit für den Planeten Erde. Sprichst du noch mit Albert? Ist er noch körperlich? Nein. Er erschien als Obdachloser bei den ersten 3 Treffen. Dann war er nur eine Stimme in meinem Kopf und kommunizierte telepathisch. Und dann kam er in astraler Form zurück in mein Leben und wir machten die Astralreisen. Aber er ist immer noch auf der Geisterseite, hat sich nicht inkarniert. Ich bin einer seiner Boten. Er hat viele. Er wird mir nicht sagen, wer die anderen sind. Aber seine Mission ist es, die Botschaft von Liebe, Mitgefühl, Vergebung zu verbreiten und der Menschheit zu helfen, die Leiter der spirituellen Erleuchtung zu erklimmen. Das ist seine Mission und ich bin nur einer seiner Boten. Nun, Sie haben über Astralprojektion gesprochen. Können Sie ein wenig darüber sprechen, was das ist? Und was haben Sie damit gemacht? Nun, es geht darum, auf der Astralebene zu reisen. Die Astralebene ist die sehr vibrierende Ebene. So geschah es mir, dass er nach Abschluss des ersten Manuskripts auf eine andere Weise in mein Leben trat. Eines Nachts wachte ich auf und sah diese geisterhafte Gestalt in der Tür meines Schlafzimmers stehen. Als er näher kam, konnte ich sehen, dass es Albert war. Aber er war eine Astroform. Also eine Astroform, halbtransparent, aber ich konnte erkennen, wer er war. Er packte meinen Astralkörper, zog ihn aus meinem physischen Körper und sagte, komm, lass uns gehen.
So reisten wir zur Geisterwelt und anderen Orten. Eine sofortige Reise. Man kann durch Wände und Decken gehen, als wären sie nicht da. Es ist wirklich erstaunlich. Das Schöne an einer Astralreise ist, dass man keine Sicherheitskontrollen oder Boarding Gates passieren muss, kein Ticket kaufen oder in einem engen Flugzeug sitzen muss. Das Interessante, Alex, ist, dass wir alle nachts astral reisen, uns jedoch nicht daran erinnern. Wenn dein Körper schläft, verlässt deine Seele ihn, um sich mit deinen Geistführern zu besprechen. Oder du kannst überall hingehen, wo du willst. Am Morgen bist du wieder in deinem Körper, ohne Erinnerung. Doch jeder macht Astralreisen. Viele sind erstaunt, aber das ist eine Tatsache. Was sind Träume? Sind das Erinnerungen an Astralprojektionen? Manchmal sind es Erinnerungen an astrale Projektionen oder einfach Botschaften, die dir von deinen Führern übermittelt werden. Sie geben dir Mitteilungen durch Träume, die Einblicke in deine astralen Reisen bieten. Es ist also eine Kombination, die das eine oder das andere sein könnte. Warum müssen die Botschaften, die durch Träume kommen, so verschlüsselt sein? Können sie nicht einfach ein bisschen direkter sein? Es geht doch nicht wirklich um den Hasen, der vor dem Wolf wegläuft. Du solltest einfach dieses Geschäft vermeiden. Warum können sie das nicht einfach so sagen, Sir? Nun, das wäre schön. Wäre es nicht wirklich schön, wenn sie uns diese Schritt-für-Schritt-Anleitung geben würden? Aber dann wäre es zu einfach. Wie ich schon sagte, du erinnerst dich nicht an das, was du geplant hast, weil es zu einfach wäre. Das ist eine harte Schule, also werden sie dir das nicht abnehmen. Deine Träume sind also verschlüsselt. Die Botschaften von deinen Geistführern sind sehr subtil und nicht direkt. Es wäre schön, wenn jeder so wie ich mit Albert mit seinen Führern sprechen könnte und einfach fragen könnte, was er tun soll. Heute, nächste Woche, welchen Job annehmen oder in welcher Stadt leben. Wissen Sie so etwas in der Art, aber das werden sie Ihnen nicht sagen. Tatsächlich gibt mir Albert keine persönlichen Ratschläge. Er wird mir keine persönlichen Ratschläge geben. Er gibt mir allgemeine Offenbarungen, die für alle gelten, aber nicht speziell für mich. Also bekomme ich keine persönlichen Ratschläge. Ich habe ihn oft nach der Lottogewinnzahl gefragt, aber er gibt sie mir nicht. Nicht so sehr. Das wäre aber schön, oder? Es wäre schön. Das wäre schön. Eine Sache, um die du dir keine Sorgen machen musst, ist Geld. Das wäre toll. Das ist eine sehr interessante Sache. Viele Menschen im Westen sind regelrecht besessen von Geld und streben nach Millionen und Milliarden. Doch wenn man sein Leben betrachtet mit einem Dach über dem Kopf, etwas Geld auf der Bank und Essen auf dem Tisch. Was willst du mehr? Die Frage ist, wenn deine Bedürfnisse gedeckt sind und du nie hungrig warst, nie auf die Straße geworfen wurdest, ein Auto hast, das fährt, deine Bedürfnisse gedeckt sind. Warum suchen wir ständig nach mehr, wollen mehr Geld? Die meisten Menschen, wenn du ihnen eine Milliarde Dollar gibst, wüssten absolut nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie würden es einfach nicht wissen. Ich hatte das Vergnügen vor Jahren, an einer Dokumentarserie über Lottogewinner zu arbeiten. Lottogewinner. Es war faszinierend. Ich traf diese Leute und besuchte ihre Häuser. Es war faszinierend zu sehen, wie einige völlig ignorierten, dass sie gewonnen hatten. Nichts hat sich wirklich geändert. Ich fragte einen Mann, warum er nicht kündigte. Er sagte, er wolle seine Rente behalten. Du hast 10 Millionen auf der Bank. Was stimmt? Was ich denke, hat völlig übergeschnappt in eine Richtung. Dann gab es das andere Ende des Spektrums, wo ein Paar lebte in einem Wohnwagenpark, hatte nie Geld im Leben. Alles, was sie taten, war, Geld auszugeben, Dinge zu kaufen und zu reisen. Am Ende des Tages sagten sie, wir haben nur zwei Freunde, unseren Buchhalter, Anwalt und Priester. Das sind die einzigen drei Leute, mit denen wir sprechen. Ich dachte nur, wow, Mann, wow. Siehst du, Geld ist nicht alles, aber ist es nicht faszinierend? Ja, unsere Egos und menschlichen Köpfe treiben die Agenda voran, Reichtum und materielle Güter zu erwerben. Das entspricht nicht den Bedürfnissen unserer Seelen. Wir müssen die Botschaften unserer Führer verstehen und entschlüsseln, was wirklich wichtig ist. Letztlich, wenn du Essen und ein Dach über dem Kopf hast, solltest du nicht mehr brauchen. Du solltest wirklich versuchen, Gutes zu tun, Liebe, Vergebung und Mitgefühl zu verbreiten und unseren Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Das ist es, was unsere Seelen wirklich von uns wollen und nicht Reichtum anzuhäufen. Denn wenn du dieses Leben verlässt,
nimmst du nichts davon mit. Du gehst also an denselben Ort wie Jeff Bezos. Wenn er stirbt, ihr werdet alle am selben Ort enden. Also es bleibt alles hier. Und deshalb ist es in vielerlei Hinsicht eine fruchtlose Übung. Aber es ist ein sehr starkes Verlangen, das wir haben. Und es ist schwer, es abzuschütteln. Es sei denn, du tust auch Gutes damit. Viele Philanthropen und Menschen haben viele Ressourcen, Einnahmen und Geld erworben, aber entscheiden sich, Gutes zu tun, anstatt wie ein Drache Gold zu horten. Sie helfen tatsächlich Menschen, gründen Organisationen und verbreiten Botschaften. Geld ist wie das Konzept von Gut und Böse an sich. Es hat keine eigene Ladung, sondern hängt davon ab, wie es genutzt wird. Die Ladung, die wir ihm geben, ist entscheidend. Denn es gibt Menschen. Ich wünschte, ich hätte $1 Milliarde, um Organisationen zu gründen, Menschen zu helfen und die Botschaft zu verbreiten. Ab einem gewissen Punkt, wie viele Zimmer brauchst du im Haus? Wie viele Autos brauchst du, nachdem du gereist bist? Angenommen, du reist ein Jahr lang um die Welt, in der ersten Klasse. Und was machst du dann die nächsten 20 Jahre? Irgendwann kommst du an ein Ende. Und manche Leute kommen nie an ein Ende. Sie brauchen 110 Zimmer im Haus, weil es fast schon eine Krankheit ist. Ja, ich erinnere mich, als Albert mir zum ersten Mal sagte, dass ich mein Leben auf der Erde wählen durfte. Ich fragte ihn, warum ich nicht Prinz Charles sein konnte, der 150 Diener hat, sogar einen, der die Zahnpasta auf seine Zahnbürste drückt. Albert antwortete, dass ich wohl die Erfahrung machen wollte, meine eigene Zahnpasta zu drücken. Ich meine, ich kann es nicht. Ich konnte es nicht einmal begreifen. In Filmen sieht man solche Dinge und die Prinzen und den Luxus ihres Lebens. Aber ich kann es mir nicht einmal vorstellen. Gott, selbst wenn ich reise oder Vorträge halte und die Leute mich bewundern und fragen, ob ich etwas brauche, sage ich, Leute, gebt mir einfach einen Platz zum Sitzen. Mir geht's gut. Was wollt ihr? Eine Flasche Wasser wäre gut. Ich brauche nicht. Welche Art von Wasser möchtest du? Sauberes Wasser. Ich brauche wirklich nicht viel, Leute. Ich komme aus Hollywood, also könnt ihr euch vorstellen, was ich in meiner Karriere gesehen habe und mit ein paar Egos in Hollywood gearbeitet habe, nicht viele. Aber es gibt ein paar außer Kontrolle geratene Egos, mit denen ich zu tun hatte, die mindestens zwei, an die ich mich erinnern kann. Aber es ist wirklich faszinierend. Ich liebe das Zitat von Jim Carrey, dem berühmten Komiker und Schauspieler. Er sagte, ich wünschte, jeder würde alles bekommen, was er sich jemals gewünscht hat, damit sie verstehen, dass es nichts bedeutet. Weil er in einer einzigartigen Position ist, alles zu haben, was er wollte, einer der berühmtesten Menschen der Welt, Millionen von Dollar, schöne Frauen, physische Dinge überall. Und doch fühlte er sich leer und er dachte, oh nein, darum geht es nicht. Es ist ein sehr einzigartiger Ort. Es gibt nicht viele Seelen, die tun können, was er tat und die andere Seite davon finden. Es ist so lustig. Tom, der Regisseur von Ace Ventura und Bruce Allmächtig, hatte die gleiche Erkenntnis. Er lebte in dieser Villa in Pasadena und entschied, dass das nicht der Sinn seines Lebens sein sollte. Also zog er in einen Wohnwagen, hat jetzt ein Fahrrad und reist nur noch damit. Faszinierend. Aber das sind seltene Beispiele. Sehr selten. Ja, sehr selten. Es liegt einfach in der menschlichen Natur, große Häuser, Autos und alles andere anhäufen zu wollen. Es gibt Ausnahmen wie Jim Carrey, die erkennen, was wirklich wichtig ist. Die meisten Menschen tun das nicht. Doch immer mehr fangen an, das zu erkennen. Das ist ermutigend, denn ich denke, wir haben mehr erleuchtete Menschen. Und sicherlich, wie ich schon erwähnt habe, vor 40 Jahren hättest du deine Radiosendung, deinen Podcast nicht gehabt. Wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, hätte niemand zugehört. Die Menschen machen Fortschritte. Jetzt bin ich sicher, dass du eine große Anhängerschaft hast und deine Botschaft gut ankommt. Kannst du dir vorstellen, in den 80ern eine Show wie diese als Radiosendung zu haben? Nur die Randgruppe würde zuhören.
Sehr klein. Sehr klein. Stell dir vor, in den 60ern ein Yoga-Studio zu eröffnen. Damals kannte niemand Yoga. Kannst du dir vorstellen, wenn jemand in den 50ern ein Meditationsretreat eröffnet hätte, die Leute hätten gesagt, es ist, als würden wir in die 1800er zurückgehen und sagen, das ist wirklich, worum es geht. Ihr ahnt nicht, was passieren wird. Alles menschliche Wissen liegt in deinen Händen und sie werden sagen, wovon redest du? Es dauert also ein wenig Zeit, um aufzuholen, wie man so sagt. Wirklich interessant. Ich wollte dich eine Sache über Geistführer fragen. Wenn wir unser Leben leben und die Geistführer hinter uns sind, hinter den Kulissen, wenn du so willst, wie der Zauberer von Oz hinter dem Vorhang, der hier und da an einigen Hebeln zieht, sind sie es, die bestimmte Türen für uns öffnen, bestimmte Menschen in unser Leben bringen, bestimmte Dinge, die uns leiten sollen? Also mit anderen Worten, wenn sie denken, okay, es ist Zeit für Alex, diesen Job zu bekommen, bei dem er seine Frau treffen wird, lasst uns in diese Richtung lenken. Obwohl ich nicht geplant hatte, diesen Job anzunehmen, werden sich Gelegenheiten ergeben, wie ein großes Puzzle, das sich fügt. Sie führen dich immer weiter, bis du an den Ort gelangst. Endlich, sie haben sich getroffen. Jetzt aufhören. Die Natur wird dort ihren Lauf nehmen. Okay, großartig. Jetzt sind sie verheiratet. Wir müssen sie hierher führen, denn in den nächsten 5 Jahren wird er ein Podcaster sein. Und er hat derzeit keine Ahnung, was Podcasting ist. Also müssen wir anfangen, ihn zu schubsen. Vielleicht geben wir ihm dieses Buch. Lass uns dieses Buch auf seine Amazon-Liste setzen. Sicherstellen, dass es ankommt. Oder ein Video oder Film inspiriert dich. Oder du triffst jemanden, der dich inspiriert. Machen Sie das im Hintergrund? Ja, sie agieren im Verborgenen, lenken uns in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel, du triffst deinen Ehepartner. Also führen sie dich dazu, zu dieser speziellen Party zu gehen oder ähnliches. Sie lenken auch deinen Ehepartner, damit er tatsächlich zur Party geht. Und dann trefft ihr euch plötzlich. Das ist gewollt. Es klappt nicht immer, aber sie senden Druck, Intuition, zufällige Ereignisse, um dich an den richtigen Ort zu bringen, wo du sein solltest. Egal, ob du deinen Ehepartner triffst, einen Job bekommst oder ähnliches, sie sind immer im Hintergrund und versuchen es, aber nicht direkt. Sie manifestieren sich nicht und drängen dich in die Richtung. Sie senden subtile Botschaften und arbeiten im Verborgenen, um sicherzustellen, dass du deinem Lebensplan bestmöglich folgst. Das gilt besonders für wichtige Aspekte wie Partnersuche oder berufliche Entwicklung. Nun, nach all unseren Diskussionen über Lebenspläne und Reinkarnation, was erwartet uns am Ende dieses Tunnels? Ist es ein endloses Szenario oder werden wir schließlich erleuchtet wie Jesus, Buddha oder Yogananda, die zu aufgestiegenen Meistern werden? Werden wir dann sagen, ich habe alles gelernt, was ich hier lernen musste. Ich gehe jetzt zum nächsten Stadium meiner Evolution über. Ist das im Grunde das, was uns erwartet? Ja, im Grunde wird jede Seele weiterhin auf der Erde inkarnieren, bis sie das Gefühl hat, alles gelernt zu haben, was sie hier lernen kann. Sie haben im Wesentlichen ihren Abschluss gemacht und die Entscheidung, ob man den Abschluss macht oder nicht, liegt bei jeder Seele selbst. Also, jeder versucht, all die Dinge zu meistern, die er hier lernen kann und dann von dieser Erdenschule zu graduieren, auf der Geisterseite zu bleiben oder auf einem anderen Planeten in einer anderen Lebensform zu inkarnieren. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, aber die Menschen wollen mit der Erde weitermachen, bis sie sie gemeistert haben. Manchmal gelingt das in 5 Leben, manchmal dauert es 250 Leben. Ich erinnere mich, als ich Albert fragte, wie viele Leben ich zuvor hatte. Er antwortete, mehrere hundert. Ich fragte, bin ich eine alte Seele? Er antwortete, nein, du bist nur ein langsamer Lerner. Ich mag Albert. Er hat einen bösen Sinn für Humor. Das hat er. Nein, Sie sind einfach langsam. Sie sind einfach langsam, mein Herr. Das ist alles. Sie sind im kurzen Bus, mein Herr, das ist es. Sie sind im kurzen Bus des Lebens, mein Herr. Ja, genau. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich frage alle Gäste, was bedeutet ein gutes Leben für Sie? Die Definition eines guten Lebens ist, Liebe, Mitgefühl und Vergebung vollständig zu umarmen. Sende Liebe und Vergebung an andere, auch an diejenigen, die dir auf die Füße treten. Du musst ihnen vergeben. Verbreite Liebe überall, an alle um dich herum. Sei ein Lichtstrahl, ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Spiritualität. Das ist das gute Leben, wie ich es sehe. Es ist schwierig, weil wir alle negative Emotionen haben.
Jemand schneidet dich im Verkehr. Die Reaktion ist, ich werde den Vogel zeigen. Du musst das unterdrücken und denken, er ist auf seiner eigenen Reise. Ich werde ihm Liebe senden und hoffe, dass er mich nicht noch einmal verletzt. Es geht darum, mit Liebe zu leben und alle gut zu behandeln, wie Jesus es sagte. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Sende Liebe und ärgere dich nicht. Lass deine negativen Emotionen außer Kontrolle geraten. Das ist das perfekte Leben auf der Erde. Was ist deine Mission im Leben? Meine Mission ist es, die Offenbarungen von Albert zu verbreiten, indem ich Bücher über das schreibe, was er mir in meinen Astralreisen zeigt. Er möchte, dass ich anderen Menschen helfe, indem sie meine Bücher lesen. Das ist jetzt meine Mission. Bücher schreiben, seine Offenbarungen verbreiten und der Menschheit auf diese Weise helfen. Das war nicht meine Mission, als ich mein Jurastudium abgeschlossen habe. Damals war meine Mission, oder zumindest dachte ich, dass meine Mission darin bestand, Reichtum anzuhäufen, ein großes Haus zu haben, zwei Autos in der Garage und all das. Aber nachdem ich ihn getroffen hatte, erkannte ich, was meine wahre Mission war. Meine Anwaltskanzlei war nur eine Vorbereitung für meine zweite Karriere, die darin besteht, seine Botschaft zu verbreiten. Denn das könnte ich nicht tun, wenn ich mich nicht etabliert hätte. Jetzt kann ich die wahre Mission in meinem Leben erfüllen, die ich erst erkannte, als ich ihn traf. Jetzt ist es, sein Wort zu verbreiten, das Licht zu verbreiten. Ist es nicht faszinierend, dass ich meine Karriere als Filmemacher begonnen habe, immer noch Filmemacher und Schriftsteller bin, aber vor 7 Jahren zum Podcaster wurde und ein Autor und Redner und es ist fast zu einem zweiten Leben geworden, im Grunde genommen. Und das alte Leben hat immer noch Dinge, die ich einbringe, aber es ist faszinierend, wie das alles funktioniert. Wenn dir jemand am Anfang deiner Anwaltskarriere gesagt hätte, ich meine, das wird passieren. Du wirst diesen Typen treffen und dann wird dein Leben, du hättest gesagt, du bist verrückt. Und wenn mir jemand gesagt hätte, nein, du wirst Podcaster, hätte ich gesagt, was? Ja, genau. Ich sage den Leuten immer, wisst ihr, wo das Geld ist? Podcasting, da ist das Geld. Also es ist definitiv eine Herzensangelegenheit, das zu tun. Aber es ist wirklich faszinierend. Deine Reise war sehr faszinierend zu hören, Garrett, und ich schätze dich wirklich. Wo können die Leute mehr über dich, deine Arbeit und deine Bücher erfahren? Auf meiner Website, die garnetschuhhalzer.com heißt, finden Sie umfassende Informationen zu all meinen Büchern, Social Media Links und Radioshow-Aufnahmen. Bisher habe ich ungefähr 178 Radiosendungen produziert. Und sämtliche Aufnahmen sind dort verfügbar, einschließlich Kauflinks zu Amazon.com für meine Bücher. Besuchen Sie meine Website, um mehr über mein Werk zu erfahren. Also wenn Sie meine Bücher kaufen wollen, ganz einfach, mein Freund. Vielen Dank für dein Erscheinen in der Sendung. Ich schätze deine Bemühungen, Liebe und Verständnis zu verbreiten, um etwas Glück in die Welt zu bringen. Nochmals vielen Dank für deine Teilnahme, mein Freund. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mich gefreut. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.